Hi, guten Abend und herzlich willkommen im Werkcafé im Kulturhof Gohlis. Schön, dass ihr heute Abend alle hier seid und schön, dass ihr hoffentlich bereits eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr, dass wir heute wieder mit der Unterstützung des Livestream-Teams diesen Stream hier und dieses Konzert hier für euch realisieren können. Zum einen haben wir da Ruben, Emanuel, Biene und Josefa, die dafür sorgen, dass ihr dieses wunderbare Bild nach Hause bekommt. Und für den Ton sorgt heute Abend Christian. Danke schon mal dafür. Es ist wirklich ein Vergnügen, das mit euch zusammen zu realisieren. Ein Hinweis für euch zu Hause. Nach etwa 4 Stücken werden wir hier, da wir Publikum vor Ort haben, eine kleine Lüftungspause machen. Wir atmen alle für 5 Minuten einmal rasch durch. Ihr könnt euch ein neues Getränk einschenken, auch mal eben kurz durchatmen und euch auf das zweite Set freuen. Bevor jetzt nun das sehnlichst erwartete Trio auf die Bühne kommt, noch ein Satz zu den Dreien. Werner und Tom und Steffen spielen seit etwa 1,5 Jahren miteinander. Im September diesen Jahres wird ihr erstes gemeinsames Album Neue Heimat bei dem Leipziger Label Lakeland Records erscheinen. Und spätestens nach dem heutigen Abend sollte man das sicherlich schon mal auf dem Zettel haben. Wir freuen uns sehr, Sie jetzt hier zu begrüßen. Bitte tut das nun mit einem kleinen Applaus hier aus dem Saal. Und ja, viel Spaß euch.
Thank you.
Vielen Dank. Auch von uns ein herzliches Willkommen und auch von uns ein großartiges Dankeschön an Livestream und die Tontechnik und an euch natürlich, dass ihr es gewagt habt, in diesen schrägen Zeiten zu einem Konzert zu kommen. Wo ich schon dabei bin, ich bedanke mich auch direkt bei der wunderbaren Esther, die sich hier um fast alles gekümmert hat, lecker gekocht und die Einladung vorbereitet hat und an der Tür steht und die Gäste reinlässt. Und ganz liebenswürdige Ansagen macht nebenbei. Und wir müssen uns natürlich auch bedanken bei Michael Pettner, der uns hier diese Lokalität zur Verfügung stellt. Ein großartiges Dankeschön an Michael. Genau, das erste Stück hieß Farewell. Das zweite Stück ist schon ein bisschen älter. Deswegen muss ich immer überlegen, wo ich es eigentlich her habe. Die Inspiration. Es ist eigentlich ein, kann ich das jetzt hier vormachen? Es ist eigentlich ein, einer Klaviersonate von Stravinsky entnommen. Keine Ahnung, wie ich, also irgendwie liegt eine CD bei mir zu Hause von Stravinsky mit zwei Klavieren und eigentlich geht es so, ich spiele es mal kurz vor. So eine Art. Und genau, und dann kommt so eine kurze Melodie. Dieses ist nur ein, kommt in dem vierten Satz vor oder im dritten Satz, was weiß ich. Jedenfalls dachte ich, das ist sehr, das hat mich sehr berührt, diese Einfachheit und diese Klarheit. Und ich habe ein Stück draus gemacht, das nennt sich jetzt Movement Number 4, ist aber im 5. Thank you.
Thank you.
Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Dankeschön. Tom Friedrich am Schlagzeug. Tom Friedrich, Ladies and Gentlemen. Steffen Greisiger. Ja, das ist, die Zeiten sind anders. Wir spielen vor, man würde sagen gut gefüllt, aber es ist ja natürlich nicht gut gefüllt, weil ihr Abstand halten müsst. Deswegen passen jetzt hier nur weniger Leute rein als sonst. Normalerweise explodiert der Raum, die Massen knubbeln sich bei unseren Konzerten. Das kann man sich kaum vorstellen, aber es ist wirklich wahr. Aber es fühlt sich trotzdem so an, als wäre es ganz voll. Also ihr macht das ganz großartig, ihr spielt alle super mit. Also, die machen das super. Genau, das
war schon fast das erste Set. Auch das fühlt sich komisch an. Wir spielen 4 Stücke und dann ist schon Pause. Aber wir müssen hier lüften. Sonst ist hier Corona oder was weiß ich. Genau, das war eben ein Stück, das war ein super altes Stück von mir. Das habe ich geschrieben, da war ich noch Student. Und das ist so lange her, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann. Wir spielen noch ein viel älteres Stück. Eigentlich ist das ein ganz altes Stück und ich habe versucht herauszufinden, wer es geschrieben hat, aber es findet man nicht raus. Also die Originalversion ist die Melodie von Hänsel und Gretel, diesem Kinderlied. Und wir haben eine kleine Jazz-Version draus gemacht. Nach diesem Stück machen wir eine kurze Pause. Keiner verlässt den Saal. Nur die abgeschnittene Luft darf raus. Und nach 5 Minuten geht es sofort weiter. Ihr müsst gar nicht. Wir sehen uns. Bis gleich. Thank you.
Vielen Dank, vielen Dank. Das war das Stück Dombo Shava. Wie alle anderen Stücke, die wir heute gespielt haben und noch spielen werden, ist das auf unserer ersten Platte drauf, wie Esther schon erwähnt hat. Die Musiker sagen immer noch Platte, obwohl es überhaupt keine Platten mehr gibt seit, oder wieder Platten gibt, aber eigentlich, naja. Man sagt CD, aber auch das gibt es eigentlich nicht mehr. Schwierig. Aber wir machen trotzdem eine CD. Also irgendwie macht man das heutzutage immer noch so aus nostalgischen Gründen. Und genau. Und wir tatsächlich in der Woche vor dem Lockdown waren wir im Studio und haben das aufgenommen in einem schönen Studio in Ferngelnhausen. Das ist das Nest, wo ich aufgewachsen bin. Eigentlich ganz schön, aber egal, jedenfalls haben wir da aufgenommen und das Stück ist auf jeden Fall auch dabei und das nächste auch. Das gibt's auch schon auf einer anderen Platte, aber das liegt daran, dass ich nicht so viele Stücke schreibe. Ich bin nicht so der. Deswegen muss ich immer die alten Sachen neu auf. Ist jetzt ein bisschen peinlich für mich, aber egal. Das Stück ist trotzdem ein schönes Stück und wir spielen das auch so ein bisschen anders als ich das mit der anderen Band gespielt habe und das liegt vor allen Dingen auch an diesem wunderbaren Instrument. Steffen Kreisiger an der Orgel, Ladies and Gentlemen. Das Epizentrum der Band quasi. Wo wir schon dabei sind, der wunderbare Tom Friedrich. Das Stück heißt Who the Fuck is Radiohead?
Tom Friedrich, Tom Friedrich. Steffen Kreissiger. Ja. Ihr Lieben, das war's schon. Wir spielen noch ein Stück. Wir fanden es großartig, hier mal wieder spielen zu dürfen. Und ja, ich mache jetzt mit dem Michael ein kleines Abo. Wenigstens einmal im Monat. Komm, das muss drin sein. wir bedanken uns total herzlich bei Biene, Josefa, Ruben und Emanuel und Christian für Sound, Licht und Bild. Wir bedanken uns bei Esther und Michael für Orga und Kochen und Raum und alles andere. Und an die lieben Leute zu Hause an den Endgeräten. Das wollte ich jetzt mal gesagt haben. genau, es gibt so ein Spendenkonto, wir haben ein Spendenkonto eingerichtet. Einmal gibt es ein Moneypool, heißt das, glaube ich, über PayPal. Und dann gibt es noch das Konto von der Neuen Musik. Da darf man Geld überweisen, wenn man will. Das werden wir aufteilen auf drei Parteien. Einmal für den Ton, einmal für Livestream und einmal für die Straßenkinder. -leipzig.de. Könnt ihr gerne mal drauf gehen auf die Seite und mal gucken, was die alles so machen. Das ist ein wichtiger Verein hier in Leipzig. Genau, wir spielen jetzt ein letztes Stück und kann ich was dazu sagen? Nee, kann ich nicht viel zu sagen. Es gibt einfach nur ein Stück. Das Stück heißt Alone. Wir danken euch sehr fürs Kommen.
Vielen Dank. Wir spielen natürlich gerne noch eins. Ist schon alles gesagt, oder? Habe ich jemanden vergessen? Habe ich irgendwas vergessen? Micha? Irgendwas? Ne? Esther? Irgendwas vergessen? Gut, dann danke euch nochmal und Paradise heißt das letzte Stück. Also die Zuhörer. Thank you.